Herzlich willkommen, liebe Zuschauer der Ham Radio World 2021. Warum Ham Radio World? Das wird Ihnen gleich unser erster Vorsitzender Christian Enzfellner, DL3 MBG, erklären. Aber zunächst darf ich die beiden Anwesenden begrüßen. An erster Stelle die Frau Ratgeber von der Messe Friedrichshafen, die Projektleiterin, die uns seit Jahren auf der Spur ist, immer dabei ist und alles organisiert, zuständigkeitshalber. Herzlich willkommen, Frau Ratgeber. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Und natürlich Christian Enzfellner, DL3 MBG, der Vorsitzende des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Herzlich willkommen, Christian. Ja, einen schönen guten Tag. Ja, liebe Zuschauer, nun geht es los. Es ist Freitag und die Messe kann beginnen. Was es da für Änderungen gibt, was ist anders, werden Sie gleich erfahren. Daher sofort das Wort an unseren ersten Vorsitzenden Christian Enzfellner, DL3 MBG. Ja, vielen Dank, Wolfhard. Liebe Mitglieder des Deutschen Amateurradioclubs, sehr verehrte Damen und Herren der anwesenden Amateurfunkvereinigungen und Verbände, sehr geehrte Vertreter der Stadt Friedrichshafen und natürlich der Messegesellschaft, ganz speziell an die Frau Ratgeber, die uns ja seit vielen Jahren als Betreuerin hier betreut und uns immer sehr gut durch die Messe führt. Leider muss es heuer schon wieder eine virtuelle Messe sein. Wir haben der Messe heuer den Namen Ham Radio World gegeben, weil sie ganz neu gestaltet wurde. Sie ist jetzt ein großes Spiel geworden. Das Ganze natürlich wieder mit vielen Vorträgen und aber auch jetzt mit virtuellen Messeständen, mit einer virtuellen DARC-Geschäftsstelle, einem virtuellen DARC-Stand, mit all DARC-Referaten. Wird alles hier schön präsentiert. Es wird sehr viele Videoaufzeichnungen auch geben und alle freuen sich schon jetzt, dass es endlich losgeht mit dieser neuen virtuellen Ham Radio World. Wir sind auch sehr gespannt, wie die Zuschauer diese neue Messe annehmen. Es ist ein kleiner Ersatz für das, dass wir uns nicht persönlich treffen können, aber lassen wir uns überraschen, wie es funktioniert. Es können ja jetzt auch persönliche Gespräche stattfinden und aus diesem Grund darf ich Sie ganz herzlich zur Eröffnung der 45. internationalen Amateurfunkausstellung Ham Radio World dieses Mal als Vorsitzender des Deutschen Amateurradioclubs ganz herzlich begrüßen hier in Friedrichshafen, wo wir uns virtuell dieses Mal treffen. Ja, herzlichen Dank, Christian Enzfellner, für die Eröffnungsworte. Ich glaube, unsere Zuschauer, die Teilnehmer, die Gäste und hoffentlich aus aller Welt werden gespannt sein, die Ham Radio World zu betreten. Aber ich darf jetzt auch Frau Ratgeber mal einige Fragen stellen, weil wir haben ja nun festgestellt, die zweite Ham Radio Digitalversion in einer etwas anderen Konstellation. Aber wie kam es dahin zu der Entscheidung, ja, machen wir eine Ham Radio in Präsenz oder nicht? Wie war denn da so der Entscheidungsprozess, Frau Ratgeber? Also alles andere als leicht natürlich. Also meine letzte Veranstaltung fand im Februar 2020 statt und danach folgten dann verschiedene Lockdowns, verschiedene Stufen vom Lockdown und es durften einfach keine Großveranstaltungen oder keine Messen mehr stattfinden. Damals mussten wir leider im Jahr 2020 schon mal die Ham Radio absagen, was wir uns wirklich nicht leicht gemacht haben, aber es war einfach nicht möglich. Danach hatten wir eigentlich wieder ein bisschen Hoffnung, weil im September 2020 hatten wir eine Veranstaltung, die Interboot bei uns im Haus auf der Messegelände in Friedrichshafen. Wir haben ein ganz tolles Schutz- und Hygienekonzept erarbeitet und damit konnte die Interboot auch stattfinden, fand auch sehr gut statt. Leider kam dann wieder eine zweite Welle der Corona-Epidemie und so mussten wir nochmals jetzt die Präsenzveranstaltung für dieses Jahr absagen. Wir hatten im März, haben wir uns auch die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht, führen wir sie durch oder nicht, aber wir wollten natürlich keine Kosten verursachen, sei es für die Aussteller, dass sie Flüge buchen, Hotels buchen müssen und natürlich auch die Besucher und es war einfach auch schon unklar damals, wie heute ja auch noch, kann man überhaupt wieder reisen, darf man einen Flug buchen, darf man ein Hotel buchen, wie sehen die Quarantänevorschriften aus und deswegen, also wir haben es uns nicht leicht gemacht, aber mussten leider diese Entscheidung treffen.
Ja, ich glaube, das nicht leicht machen kann sich jeder vorstellen von unseren Zuschauern. Das zweite Jahr ohne Präsenz sozusagen. Und da hat sich die Frage gestellt, Quo Vadis, Messe Friedrichshafen? Ja, also wir sind natürlich ganz glücklich im Moment, dass die Inzidenzzahlen nach unten gehen weltweit. Viele Menschen sind ja jetzt auch schon vollständig geimpft, was natürlich auch die Hoffnung wieder schürt, dass es doch bald wieder aufwärts geht, auch mit Präsenzveranstaltungen natürlich. So eine Messe und speziell natürlich die Hamradio lebt davon, dass sich einfach weltweit Menschen treffen und austauschen können. Und ich denke auch für die Aussteller ist das ganz arg wichtig. Sie kommen ja her und treffen natürlich ihre Besucher, die sie das ganze Jahr nicht gesehen haben, die Kunden, die sie ewig nicht gesehen haben, kriegen auch natürlich eine Rückmeldung, was wünscht sich ein Besucher, welches Gerät muss wie verändert werden, wo drückt der Schuh, was kann man verbessern. Natürlich fanden jetzt Online-Geschäfte statt, ganz klar, da haben auch ganz viele gut profitiert davon, aber ich denke, es ersetzt einfach nicht dieses persönliche Gespräch hier direkt vor Ort. Und das Anfassen, das Sehen am Stand natürlich, ne, der Gerätschaften, das haben wir ja alle gern irgendwo. Ne? Genau, das Ausprobieren einfach mal. Das Ausprobieren, mal genau, und so weiter, nochmal direkt erklären lassen von dem Fachmann, der diese Ware anbietet. Ja, und dann haben wir ja gerade gehört, einmal im Titel natürlich und dann auch von Christian Enzfellner, wir haben eine Ham Radio World, wo man sich treffen kann, wo eine virtuelle Welt geschaffen worden ist. Wie war denn Ihre erste Reaktion, dass es so etwas Neues gibt, Frau Ratgeber? Also ganz ehrlich, die erste Reaktion war, oh Gott, nicht schon wieder eine reine digitale Veranstaltung, weil ich habe natürlich einige besucht die letzten Jahre oder die letzten eineinhalb Jahre und manche waren gut gemacht, manche weniger gut. Da habe ich gedacht, naja, was kann das sowas ersetzen? Eine Präsenzveranstaltung? Ja, nein. Dann hatten wir aber eine Videokonferenz mit dem DRC, mit den Machern von der Ham Radio World, also speziell mit Oliver Schlag und Gerrit Herzig. Und dann waren wir alle wirklich total begeistert. Erstmal, wie viel Zeit investiert wurde, das Gelände nachzubauen bis ins kleinste Detail. Also das hat uns wirklich umgehauen. Und wenn man das sieht, wenn man da mitmacht, wer Super Mario geliebt hat, liebt auch die Ham Radio World, ganz klar. Es macht wirklich nur Spaß, einen Avatar sich auszusuchen, über die Ham Radio World zu gehen. Ja, schön, dass bei Ihnen das so gut angekommen ist. Ich sage immer, also es wird spannend sein, wenn man so Katapa, Katapa dann über die Messe geht. Ne? Das wird bestimmt eine ganz spannende Geschichte. Aber Sie hatten gerade die kommerziellen, die Händler angesprochen. Was erwartet denn den virtuellen Besucher jetzt in unserem Zeitraum des Wochenendes der Ham Radio im Bereich der kommerziellen Anbieter? Was ist da vorgesehen? Was gibt es dort? Also wir haben jetzt um die 30 Aussteller, die sich mit einem quasi eigenen Stand präsentieren hier auf der Messe. Teilweise wird nur das Logo vertreten sein, dass man direkt sich mit der Homepage verbinden kann. Es werden teilweise wirklich tolle Stände aufgebaut, wo auch Waren direkt präsentiert werden, die man sich angucken kann. Man kann natürlich auch mit den Ausstellern in Kontakt treten, wenn sie vor Ort sind. Müssen sie aber nicht, aber sie können natürlich vor Ort sein, auch mit ihren Kunden dann in Kontakt zu treten. Und man kann natürlich auch Neuware direkt vorstellen und auch Infos dazu zurückzugeben. Ja, das hört sich auch ganz spannend an. Mal gespannt, wie es angenommen wird und wie die Händler präsent sind. Das ist ja auch nichts Gewöhnliches für die Händler. Ja, prima. Das war Petra Ratgeber, die Projektleiterin für die Ham Radio bei der Messe Friedrichshafen. Ganz herzlichen Dank, Frau Ratgeber, für die Ausführung. Danke Ihnen. Ja, jetzt kommen wir wieder zu unserem ersten Vorsitzenden, zum Christian Enzfellner. Auch da drängen sich ein paar Fragen auf, die bestimmt für die Zuschauer interessant sind, Christian. Jetzt haben wir schon einiges gehört, da ist eine Welt geschaffen worden, da sind andere Dinge, die da eine Rolle spielen, wie im letzten Jahr auch, viele Beiträge, die es da gibt. Wer sind denn die Macher dieser virtuellen Ham Radio World? Ja, die Frau Ratgeber hat es ja vorhin schon gesagt, das sind hauptsächlich der Oliver Schlag, der DL1 TNY, der als Projektleiter hier fungiert und die 20 ehrenamtlichen YLs und OMs anleitet, was sie zu tun haben und wie die Projektteams sich organisieren müssen, damit die verschiedenen Aufgaben erledigt werden können. Und der Gerrit Herzig, DH8 GHA, der hier das Team Karten bauen leitet. Und die haben wirklich die Ham Radio 1:1 nachgebildet. Die haben sich teilweise die Baupläne von der Messeleitung geholt und haben das 1:1, auch die Größenverhältnisse, alles wirklich getreu nachgebaut. Die Besucher können es ja sehen, wenn sie rausgehen aus der Halle, gehen sie rüber auf den Parkplatz, ist sogar der Parkplatz nachgebaut, das Gelände hinter bis in den Bereich Ost, der Campingplatz ist da, alles, was die Funkamateure in Friedrichshafen so lieben, haben sie nachgebaut.
wenn wahrscheinlich noch mehr Zeit gewesen wäre, hätten sie sicher auch die schönen Restaurants am Bodensee entlang nachgebaut, wo man sich dann abends zum Abendessen hinsetzen kann. Ja, die Präsentiermeile also, vorne am See, das wäre natürlich auch noch ja, das. Ja, genau. Das wäre also, ja, das wäre wahnsinnig. Ich muss einfach sagen, die 20 YLs, die hier in verschiedenen Teams gearbeitet haben, die sich hier organisiert haben, das ist schon eine sagenhafte Sache, was die hier in den letzten 2,5, 3 Monaten hier gebaut haben. Welche Technik steckt denn jetzt im Speziellen dahinter, dass das überhaupt so funktioniert? Das ist auch wieder ganz speziell, gibt es auch wieder hier Technikteams, die sich also nur um die Hintergrundtechnik kümmern. Die einen kümmern sich ja nur um Stände bauen, um Kartenmaterial anzulegen und das Ganze. Und ein Team kümmert sich nur um die Surfer. Also es sind 100 fest gebuchte Surfer vorhanden und sie können clusterweise erweitert werden bis zu 200 Surfer, die wir dann benutzen können. Und die sollten dann ausreichen, auch für mehrere tausend Besucher. Mit 750 Avatare ist der Eingangsbereich, nur der Eingangsbereich ist mit 750 Avatare schon mal getestet worden und der Belastungstest lief sehr erfolgreich. Von daher glaube ich, kann man sehr beruhigt jetzt die Messe dann eröffnen. Du sprachst auch von ganz vielen YL und OM, die diese Arbeit gemacht haben. Der Zeitaufwand, gibt es da auch schon so eine Ahnung, wie viel Zeitaufwand dahinter steckt, das alles zu produzieren? Diese 20 YLs und OMs, die hier alle nur ehrenamtlich mitgeholfen haben, haben knapp 2000 ehrenamtliche Stunden in dieses Projekt investiert. Und das muss man schon sagen, das ist sagenhaft. Und dafür mein ganz, ganz herzlicher Dank an diese Teams, dass die hier so leidenschaftlich gearbeitet haben und so viel auch Spaß an dieser Arbeit hatten. Das muss man auch mal sagen. Und ich finde es eigentlich total schade, wenn das jetzt hier eine Einmalveranstaltung wird. Und es hilft aber nichts, wenn es natürlich wieder eine richtige Präsenzmesse gibt. Dann freuen wir uns natürlich auch total auf endlich wieder eine Präsenzmesse und auf ein persönliches Treffen in Friedrichshafen. Aber diese Teams, die haben das gewusst, die haben das auch so geplant. Ich glaube, hier machen wir Funktionäre uns mehr Gedanken als die Leute, die das hier programmiert haben. Die sagen, es ist eine einmalige Sache, wer hier einmalig dabei ist, hat das miterlebt und das gibt es nie wieder. Und aus dem Grund muss man sagen, muss man auch hier dabei sein, dass man das mal miterlebt hat. Ja, das ist eine wunderbare Sache und auch gerade der Begriff Ehrenamtlichkeit ist natürlich das Thema für uns Funkamateure und dass sich da so viele YL und OM finden oder gefunden haben, die das machen. Jetzt ist das natürlich die Plattform, Christian, die Messe. Die muss aber bespielt werden. Das heißt, es soll ja da in verschiedenen Räumen werden Berichte unserer ehrenamtlichen Referenten laufen. Da gibt es ja bestimmt auch was zu sagen. Ja, natürlich. Es sind alle Messeräume genauso vorhanden, wie sie in Friedrichshafen vorhanden sind. Sie können in den Raum Österreich gehen oder man kann in den Raum Schweiz gehen oder in die Halle A2, wo die großen Besprechungsräume sind. Auch hier finden Sie ganz normal die Veranstaltungen, wie Sie es von der Präsenzmesse gewöhnt sind. Wolfhard, da darf ich aber auch mal eine Frage an dich stellen. Wie viel Arbeit haben eigentlich die Videoteams in diese virtuelle Messe gesteckt? Ja, wir waren ja etwas geübt vom letzten Jahr, wo das noch reine Pionierarbeit war. Aber auch dieses Jahr haben die beiden Teams, einmal das Team der Software Defined Radio Academy, die SDRA und Markus Heller, DL8 RDS, mit seinem Team, dem Sebastian Kipp, als nur mal einen Namen zu nennen. Die haben wahnsinnig viele Beiträge von Referenten aufgenommen, insbesondere viele spezielle Beiträge, die in diesen Bereich reingehen. Und das zweite Team, unser Team, Faszination Amateurfunk, wir haben so diese DRAC-typischen Beiträge aufgenommen. Viele, viele Beiträge ehrenamtlicher Referenten in verschiedensten Themen, aber auch die Sachen, die den Club speziell betreffen, wie Ehrungen, Auszeichnungen etc., YLs-Treffen, Talkrunden. Das war das Geschäft von uns. Und beide Teams haben da auch
bestimmt 1,5 Monate, fast 2 Monate Arbeit reingesteckt, insgesamt gesehen, diese Beiträge aufzuzeichnen, die Referenten zu akquirieren, etc. etc. Und um dann diese tolle Ham Radio World, ich nenne es mal so, zu bespielen, Christian. Wolfhard, dann auch ein herzliches Dankeschön an die beiden Videoteams, die ja auch eine ganz großartige Leistung gebracht haben und auch ganz entscheidend zum Erfolg von dieser Veranstaltung mitwirken. Ich möchte aber auch nicht vergessen, mich bei allen anderen Helfern noch zu bedanken. Hinter so einer virtuellen Veranstaltung stehen natürlich noch unzählige andere ehrenamtliche Helfer, aber auch bei der Messe in Friedrichshafen sind noch viele Mitarbeiter damit beschäftigt. Auch ein ganz herzliches Dankeschön an die. Und nicht zu allerletzt ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Mitarbeiter in der DAC-Geschäftsstelle, die auch unglaublich viel Arbeit und Fleiß in diese Messe reingesteckt haben und auch total begeistert sind von diesem neuen speziellen Konzept, das wir hier dieses Wochenende präsentieren wollen. Ja. So. Ja, Christian, bitteschön. Damit bleibt mir eigentlich dann nichts anderes mehr übrig, als allen Besuchern ein schönes Wochenende hier in Friedrichshafen virtuell zu wünschen. Viel Spaß auf der Messe, viele schöne neue Entdeckungen, vielleicht auch Sachen, die man sonst so noch nie gesehen hat. Wenn man mal aus den Messehallen auch mal rausgeht und sich umschaut, weil wirklich das Gelände ist ja 1:1 alles nachgebaut. Wie gesagt, ich wünsche allen 3 interessante, spannende und angenehme Tage im virtuellen Friedrichshafen und freue mich ganz toll auf viele tolle Videochats, die hier auch stattfinden werden und erkläre damit die Ham Radio World 2021 für eröffnet. Herzlichen Dank, Christian Enzfellner, DL3 MBG, unser Vorsitzender des Deutschen Amateurradioclubs und Dank auch an Sie, Frau Ratgeber, Projektleiterin der Messe Friedrichshafen für die Ham Radio. Schönen Dank, dass Sie dabei waren und danke auch Christian. Danke auch. Ja. Danke, sehr gerne. Liebe Zuschauer, jetzt geht's los. Schauen Sie die Beiträge, schauen Sie die Programmabläufe, was Sie besonders interessiert. Geben Sie durch Ihr Zuschauen den ganzen Referenten, die ihre Zeit geopfert haben, den Raum, den sie verdient haben, die Anerkennung durch ihre Klickzahlen und erfreuen Sie sich an der Ham Radio World. Sie haben ja gehört, wie toll das ist. Also viel Spaß dabei und schauen Sie hiernach gleich einen kleinen Bericht über, was ist anders bei der Ham Radio World im Gegensatz zur Ham Radio Online 2020. Viel Spaß wünscht Ihnen Wolfhard Eidenmüller, DO5.de, Ihr Moderator. Hey, ihr seid ja noch da. Hat euch der Beitrag also gefallen? Also wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann wäre es schön, wenn ihr ihn liked. Außerdem könnt ihr ihn hier abonnieren und ständig kommen neue Beiträge, die seht ihr hier. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit den Beiträgen von Faszination Amateurfunk. Bis dahin, VY73.